Willkommen zurück zu Sims 4, ein super tolles Spiel und ich habe mir gedacht, wir müssen einfach... One Genie Makosa! Muss das so laut sein, so. Und zwar habe ich mir doch tatsächlich gedacht, wir könnten einen neuen Haushalt mal erstellen. Net Queen Berengineo. Nein. Schon eher so. Jetzt habe ich mir gedacht, wir ziehen direkt neben unserem Haushalt ein, unserem momentanen. Rimple Yard. Ja, das können wir so machen. Ist halt schon ein etwas kräftigerer Mensch. Wow. Hoho. So. Ist groß, ne? Und dem. Ja, also. Also, das soll ein Anwalt werden, ja? Das sieht auf jeden Fall richtig aus. Ja, so. Obwohl, es, das könnte natürlich... ist einfach lässiger. Nee, das verwenden wir später. Zur Hose kommen wir. Nee, das ist das falsche, die falsche Farbe dafür. Ja, weiß ich nicht. Farben gefallen mir nicht so bei der Hose. Nee, auf keinen Fall. Oh Gott, nein. Oh, scheiße. Ja, das ist auf jeden Fall... So, die Schuhe könnten sogar gehen. Schuhe lassen wir einfach mal. So. Accessoires. Könnten wir, ist halt ein Ritchie-Typ, weißt du Bescheid. Komm, wir machen dem so eine lässige Armbanduhr, die man überhaupt nicht sieht unter seinem Ding. Und er ist natürlich, natürlich. Socken. So, hallo? Hä? Man kennt sie doch, die Anwälte mit ihren verrückten Socken. Sieht man eh nicht, also. Egal. Nee. Körper, können wir irgendwo die Haltung machen wir da oben gleich. Hat er zu breite Schultern dann einfach. Also er muss schon richtig übergewichtig sein. Ist eigentlich fast nicht genug, ne? Also ich hätte gern doppelt so viel. Er sieht fast doch ein bisschen cool im Gesicht aus, das geht nicht. Ich hab nichts gesagt. So. Was ist denn mit deinen Augen los? Er ist glücklich. Alter. Ist ein sehr erwartungsfreudiger Mensch. Mich. Wie so eine dicke Nase. So. Frisurtechnisch ist das eigentlich schon richtig. Ich hätte gern. Na, sag mir nicht, das gibt's gar nicht. Oh Gott. Das ist, sollten wir schon so lassen.
Perfekt. Haarfarbe stimmt eigentlich. So, könnte ihm noch eine Cappy so. Ja, das ist auf jeden Fall falsch. Der Typ ist lässig, aber nicht cool. Oh, das ist aber sehr gewagt, mein Freund. Aber es verdeckt die Glatze, das möchte ich nicht. Das ist ja wohl. Der sieht schon fast zu cool aus, irgendwie jetzt. Warum sieht der so cool aus, verdammt? Wir lassen ihn erstmal so. Achso, wir müssen natürlich hier noch. Ah. Ja. So, jetzt natürlich erstmal. Was will er denn? Er ist an Wissen interessiert. Ja. Ist auf jeden Fall. Nee, ist eigentlich vom Aussehen kein Computerfreak. Sondern eher so ein Essenstyp, ne? Aber er ist halt kein Koch, also. Ja, weiß ich nicht. So. Komm. Der ist jetzt einfach mal ein Genie. Tollpatschig. Alter, und Alter, auf keinen Fall, Bro, das geht nicht. Essen auch verdorbene Speisen? Snob. Ist auf jeden Fall ein Snob, also das sieht man ihm auch schon an. Wie macht man denn nochmal die Gangart, bitte? So, 19. Wie mache ich denn das? Ah ja, okay. Stimme? Chef Flitter am Soup. Hey, Schuli Brasil. Das ist es auf jeden Fall. Der Gang ist, ja, das ist auf jeden Fall passend. Er ist schon ein, kann man sagen, ein Erwachsener. Wie sieht's denn aus? Beziehungen machen wir, müssen wir erstmal hier. Alter, das passt ja gar nicht. Wir machen mal seinen Sohn. Haare. Wie könnten wir denn die Haare? Ich hätte gern so lockig so ein bisschen. Ich glaube, das ist schon ganz richtig. Der Blick ist schon genau richtig. So, Buch, Bart. Nee. Bart ist auf jeden Fall falsch bei dem Typen. Sieht so ein bisschen aus wie so Schlitzi. Das soll er eigentlich gar nicht. Also so ein Asiate. Entschuldigung. Schlitzi, Alter. Der hat hier so eine, könnte man da eigentlich so Nachbearbeitung hier so, egal. So, der ist ein bisschen blasser. Könnten wir gerade mal. So, jetzt sieht es wirklich aus wie ein Asiate. So, was hat er denn an? Er hat, also er ist so eher so ein Streber, ne? So, hosentechnisch könnte man da durchaus was machen. Man könnte diese, nee, die gehen nicht in schwarz. Könnte man die in schwarz? Das geht sogar.
So. Nee, ist schon so ein Hämpfling sein. Kleine Füße, so. Dann, kann man eigentlich die Körpergröße oder nee. Erstmal die Eigenschaft, er will. Was will er denn? Vermögen. Das hier auf jeden Fall. Dann ist er. Was ist er denn? Er ist böse. Verrückt Schwein. Er ist. Emotionen sind unvorhersehbar, ist ein bisschen. Das auf jeden Fall. It's annoying. Und Musikliebhaber auf keinen Fall. Wer ist so ich? Ich weiß nicht. Liebt die Natur nicht. Gemein, ja. So. Das könnte eigentlich hier gut gehen, oder? Ich meine, wir müssen natürlich noch die Abendkleidung machen. Das tut mir leid, dass ich so ein bisschen hin und her springe. Ja, für einen Job geht das auf jeden Fall. Die Hose würde ich gerne nochmal anpassen, und zwar nur farblich. Die Schuhe würde ich ja schon gerne ein bisschen anpassen. Fürs Arbeiten, Alter. Fürs Arbeiten geht das, dann muss er ja auch eine Brille aufhaben fürs Arbeiten, also. Ja, das passt auf jeden Fall. Alter. Okay, aber das dann bitte nochmal in einer anderen Farbe, ja, also. Alter. Das ist schon fast. Das ist ja. Zumutung. Das sieht einfach fresh aus. Das ist eine Bein. Was? Hä? Schlaf. Das ist ein Schlafanzug, ja, das geht. Und Alter, ist das ein Homo. Ein Homosexueller. Das, also Abendkleidung muss mal, ist er natürlich ein wenig gewagt. Er ist, die Hose passt außer diesem kleinen Dings da. Diesem Fauxpas, möchte ich sagen. Ich meine, er ist ja fresh. Oh yeah. Aber zur Abendbekleidung trägt er einen Hut, weil er sich ein wenig für seine Glatze schämt, ein wenig. Obwohl er das natürlich nicht müsste. Ja, das, Nee, das behalten wir schon so, das ist gut. So, ihn jetzt, hier, ne? Was macht er denn für seinen Job? Was? Abendbekleidung? Ich nehme das jetzt einfach mal für den Job. Also er hat wenig Modegeschmack. Obwohl, wir können ja eigentlich. Das geht einfach nicht so. Ja, komm, das geht so. Entschuldigung, das müsste Sport. Ja.
Ja. Nein. Hör mal, da braucht er was Ausgefallenes. Das geht so auf jeden Fall. Da freut er sich sogar noch. Sieht sogar cool aus, verdammt. Den Hut hat er aber auch auf. Okay, Alter. So, wir erinnern uns, so laufen die ja nicht normal rum, sondern sind ja... Malfoy, Bevose! Nein. Also, wir brauchen... Achso, wir brauchen eine Frau. Die, Achso, der Junge braucht noch eine Stimme. Keep out range. Joe, babe, it's the glow-up. Skimbo Jorm. So. Sie? Poli 9 Mokosa. Febine Lovo. Sein Laufstil ist, Ooh. Ooh. Ha. So. Aha. Ist schon so ein bisschen so. Oh. Oh. Ja. Obwohl es eigentlich gar nicht passt. So, sie ist natürlich ein zartes Wesen. Aha. Sie ist auch schon erwachsen. Chilo Jabin. Wimple. Oh, the Samba. So, Aussehen. Erstmal hier der Charakter. Sie ist natürlich für die Familie, dieser Sim möchte eine Familie haben, die ihr Leben erfolgreich ist. So, dann möchte sie, sie ist familienbewusst. Oh, unpetage. Oh Mann. Yo, Yim. Sie ist eine Perfektionistin und sie ist ordentlich. Ja, fürs Bar. Das müsste ungefähr gehen. Von den Klamotten her geht das auf gar keinen Fall. Das geht auf gar keinen. Das geht auf gar keinen Fall. Das geht auch nicht. Das, das geht auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ist alles zu cool irgendwie noch. Das passt. Dann zieht sie noch eine weiße Hose an. Die trägt auch eine Brille. Oder halt Ohrringe. Erstmal die Ohrringe. Was nehmen wir denn da? Ist aber schon wieder 22 Minuten, nehme ich schon wieder auf. Oder 20 Minuten. Sieht man eh nicht. Bei dieser Haare. Wir müssen die Haare noch anders machen. Sieht einfach zu gut aus. Tut mir leid. Ja, gut, das nehmen wir. Ich bin ein wenig enttäuscht. Also, das sieht nicht so aus, wie ich es mir gedacht habe. Na, das ist, Hä? So. Das geht doch. Alter, das sieht ja aus wie ein Lappen. Alter, das sieht ja sehr schlimm. Nehmen wir jetzt mal an, das ist Arbeit. Ja, dann zieh sie das an, bitte. Schon besser. Sieht wirklich so golden aus. Sieht cool aus. So, natürlich auch die Brille zum Arbeiten. Entschuldigung, dass wir uns hier gerade ein bisschen Zeit nehmen. Also, was entschuldige ich mich denn dafür? Dafür muss ich mich ja wohl nicht entschuldigen, das muss ja wohl sein, also ich bitte euch, ja. Sportbekleidung, das geht auf gar keinen Fall.
Ich, die Schuhe sind ganz funky, das geht. Das geht auch. Ausgebekleidung sollten wir... Da sollten wir schon etwas aufreizen, dass sie will ja auch andere Männer kennenlernen, obwohl das ihr Mann natürlich nicht möchte. Aber sie möchte das von ganzem Herzen. Nee, warte mal, wir lassen das mal. So, was? So. Geht das in anderen Farben bitte noch? So, das geht doch. Dann, etwas dicker. Als etwas dicker. Get dicker, ey. Oh Gott. So. Der Junge braucht auch noch blaue Augen. Und sie wäre damit eigentlich auch schon fertig, oder? Sie ist ruhig ein bisschen kräftiger. Branch. So, ja, das geht. Sorry, aber das geht nicht. Schon besser. Und lassen wir es erstmal bei 3. So, jetzt noch mache ich nochmal. Nein, du nicht. So, das habe ich nur gemacht, um das hier nochmal zu kriegen. Und zwar brauchen wir natürlich das hier. Alter, halt die Fresse. Und das ist die Ehefrau natürlich und das ist der Sohn. Das ist der verrückte Sohn. So geht das in Ordnung. Und jetzt natürlich noch die Namen. Das ist der... Wolf. Ja, Nachname. Scharnösel. Ja, Mist, er muss ja den gleichen Nachnamen haben. Kann ich das kopieren oder so? Scharnösel. Das erstmal aufzuschreiben. Scharnösel. Scharnösel. Ist mir egal, wenn ich das falsch geschrieben habe. Chrissy. Das ist Funky Schnösel. Und zusammen sind sie eine glückliche Familie. Spielen! Glückwunsch, Alter! Oh, oh, oh! Das eben war gut, verdammt. Er muss die Arme raushalten. So, Lamas werden rasiert. Verbleibendes Budget. Das könnte nicht das perfekte Haus sein, weil noch keins dasteht. Hm.
So, meine Freunde. Und es geht, wir spielen noch ein wenig. Ich weiß, wir haben jetzt bis jetzt nur so ein bisschen, also wir werden noch ein bisschen bauen und dann ist die Folge zu Ende. Na los! Na? So, aber wir gehen direkt in den Baumodus. Hier wohnen doch unsere momentanen Leute drin. Die zwei übrigens, muss ich gerade mal sagen, die hier und die hier, die ich auch gemacht habe, werde ich also solo sozusagen weiterspielen. Das heißt, die werden sich immer weiterentwickeln. Und die zwei werden wir immer abwechseln, ja? Dann geht das ganz gut, denn ich kann nicht immer aufnehmen und ich will trotzdem immer mal spielen. So, erstmal natürlich Haus. Wir können fertige Dinger machen. Diesmal könnten wir... Ne, möchte ich eigentlich nicht. Möchte ich eigentlich nicht. Ist ein bisschen klein, oder? Können wir da nicht was... Ist ein bisschen klein, also... Das soll schon ein großes Haus sein. Das sind ja Schnösel, ne? So viel Geld haben wir nun auch nicht. Ist das so teuer? Die wollen ja auch noch einen Hintergarten haben. Also so ist ja nett. Ich weiß, wir geben jetzt gerade verdammt viel aus. Aber das soll diesmal ein gescheites Haus werden. Na dann. Entschuldigung. Ach Gott. Ja, ja, ja. Ich brauche keine verdammten Tipps. Wir haben kein Fundament gelegt. Können wir nochmal zurück? So, fundamenttechnisch, ja. Ach, toll. So, der Eingangsbereich. Ja, aufmach. Unfähig? Kann nicht außerhalb des Grundstücks platziert werden? Was? So, hier gehen sie dann rein. Dann würde ich sagen, ist hier das Wohnzimmer mit angrenzender offener Küche. Dann ist hier keine Abgrenzung. Doch. Abgrenzung. Hier wird das Klo wird hier sein. Hier wird Freizeitraum oder so sein und hier wird Schlafzimmer sein. Der Junge hat sein Zimmer hier, genau. So. Ach Gottchen. Dann ist hier ja die Küche. Essen und Zuverlässigkeit 3-3. Was sollten wir das schon machen eigentlich? Aber der ist so teuer, Junge, das geht nicht. Das können wir alles später machen. Jetzt haben wir das Problem. Jetzt nehmen wir den Koch Max Pro. Eine schwarze Küche haben sie. Thekentechnisch.
Da kommt der Kühlschrank dann rein. Was auch immer wir für einen Kühlschrank nehmen. Ach du Kacke. Kaffeemaschine. Spüle brauchen wir auch noch. Gott, was nehmen wir da jetzt? Wir haben schon mit der Küche fast alles ausgegeben jetzt, oder was? Sollten wir schon machen, so ein Rauchmelder. Was ist das denn? So, ich habe leider nicht geguckt, wie man solche Sachen umdreht. Das ist natürlich schlau. Was nehmen wir denn als Betten? Oh Gott. Mit dem Bett kannst du echt schon viel erreichen, aber ist echt teuer. Er hat halt jetzt so ein Bett halt. Wie dreht man das nochmal? Oh Mann. Ich finde das noch raus. Das Wohnzimmer, also da muss die Couch so sein. Die haben alles so ein bisschen luxuriös. Nehmen wir die? Größenempfindliche Couch. So. Wohnzimmertechnisch. Können wir mal so ein Ding in Schwarz. Andersrum bitte. Gott, wie ging das noch? Schreibt doch bitte mal in die Kommentare. Mist. Aber wenn man so keine Ahnung hat. Also erstmal hinstellen, das war klar. Und dann auswählen. Haus verschieben? Gott, nein. Gott, ich... Ach, damit war es hier irgendwie, ne? Oder auch nicht. Vorschlaghammer. Ich guck dann nochmal, wie gesagt, aber jetzt brauchen wir erstmal einen Fernseher. Warum hängt der Fernseher da hinten? Da können die überhaupt nicht gucken.
So. Und nächste Folge machen wir weiter, Leute. Ich muss mal über die Folge wenden. Das gibt's ja nicht. Ciao.